willkommen zu einem neuen Stil mit Stil. Wieder mit einem weiteren Draft und diesmal Streets of New Capenna. Ein Draft-Format, das sehr stark von seinen starken Kamms in Beschlag genommen wurde. Und das ist das, woran sich die meisten Leute erinnern werden, wie Busted Angelic Overseer war. Abgesehen davon mochte ich das Format eigentlich aber ganz gerne. Was öffnen wir hier? Speaking of Angelic Overseer, Inspiring Overseer, das ist ein Angel, aber whatever. Knapp, close enough. Inspiring Overseer, den wir vermutlich nehmen werden. Deutlich besser als Area, und Area ist in einer Family, in der man nicht wirklich sein möchte. Die nächstbesten Karten sind vermutlich Sachen wie Court Official, Rogues Gallery kann gut sein, One Out of Town ist okay, Outlaw ist ganz gut, aber nicht so früh pickbar. Aber ja, das ist ein ziemlich easy Inspiring Overseer. Kein sehr guter Pack, und aber Overseer ist eine bastelte Karte, also kann man sich als First Pick mit dem nicht beschweren. Ziemlich genau da, wo man starten möchte in dem Format hier. Hier haben wir Gathering Swung on Color, Strangle als vermutlich die beste Karte, aber in Rot, wo man nicht wirklich sein wollte, besonders Rot-Weiß ist nicht wirklich supported. Rafine's Silencer ist ziemlich gut. Damit würden wir Richtung Obscura gehen, oder natürlich Weiß-Schwarz bleiben. Echo Inspector, Make Disappear, ich glaube, und Broker's Hideout. Die Wahl wäre, glaube ich, zwischen Broker's Hideout, Gathering Throng und Make Disappear. Was nehmen wir hier, ist die Frage. Ich glaube, ich würde Make Disappear und den Hideout über dem Throng nehmen. Mit dem Hideout bleiben wir ein bisschen offener. Ich glaube, nehmen wir hier den Hideout. Ja, sure. Hier kriegen wir gepasst. Sky Courier, Kaldaya Strongarm, Run Out of Town, Gurdagoons und Broker's Charm. Und ich glaube, wir nehmen hier den Broker's Charm. Über als nächste Karte würde ich vermutlich den Sky Courier picken. Aber Broker's Charm geht schön mit dem, was wir hier schon haben. Und dadurch, dass wir hier schon mal ein bisschen Fixing haben, bin ich relativ confident, dass wir das kriegen. So. Der Pick ist aber weniger nett zu uns. Witness Protection und Disdainful Strokes sind eigentlich beides Karten, die ich nicht spielen möchte. Boon of Safety noch weniger. Schwarz ist ganz okay. Plasma Shock ist nett, aber da sind wir so gar nicht drin. Patch-Up kann genau in einer Situation gut sein, wenn man genug Inspiring Overseer hat, um damit zurückzuholen. Ja, und die grünen Karten sind auch nicht playable. Nicht wirklich. Da ist ein ziemlich schlechter Pick vor. Ich glaube, in dem Patch-Up. Und wenn ich hoffe, dass wir es nicht spielen müssen. Hier, das ist besser. Wir haben das ist deutlich besser. Wir haben Run Out of Town, solider Removal Spell. Jewel Thief, sehr gute grüne Kamm. Und Spirits Adjudicators. Ich glaube, wir nehmen hier einen Jewel Thief. Das scheint einfach die beste Karte zu sein. Hier haben wir, von den weißen Karten bin ich kein Fan. Theo Crocodile ist scheußlich. One Out of Town, Spash, Adjudicators. Bin persönlich auch kein Fan von Take to the Streets. Ich glaube, wir nehmen die Adjudicators. Solide Karte. Hashtag Philosopher hoardet all die Packs. Vom Anfang her, wir haben eigentlich sehr solide Sachen gepickt. Overseer, Jewel Thief, Broker's Charm plus Fixing ist alles ziemlich gut. Adjudicator ist jetzt in Ordnung. Und Patch-Up will ich eigentlich nicht spielen, aber ja. Patch-Up ist gut als zusätzliche Copies von Overseer. Das ist aber ein sweeter Pick. Darling of the Masses ist eine ziemliche Bomb.
viele Sachen, die accidentally Citizens sind. Wir haben ja bisher nur die Adjudicators, aber würde ich mir keine Sorgen machen. Ja, und der Rest ist nicht wirklich Plebe. Besonders die Meeting of the Five, die Karte ist scheußlich. Erlangung auf das Messer ist aber ziemlich sweeter und ziemlich later Pick auch hier. Das würde ich als kleines Signal werten. Hier, unsere Lane scheint wie der erwarten open zu sein. Normalerweise ist Band Colors ziemlich contested, weil es einfach die besten Farben in dem Set sind. Wir haben Forza Family, Rooftop Nuisance als die beiden besseren Karten, aber ich glaube, wir nehmen hier einfach das Fixing. Solides Fixing ist ziemlich wichtig und es sieht so aus, als wollten wir zwei Color plus ein Splash gehen. Vor allem im Moment sieht es so aus, als würden wir Celestia mit einem blauen Splash spielen. Okay. Ziemlich playable Karten werden hier gepasst. Speakeasy Server ist okay. Ram Welcome ist okay. Ich würde eine der Blöcke, die beiden nehmen, weil wir, wie gesagt, blau nur splashen wollen. Case of Chant ist nicht wirklich playable. Why not of Clown ist gut. Was nehmen wir hier? Ich glaube, ich würde zum Server tendieren. Bisschen live gehen, bisschen Flying Action, bisschen Bird Action. Später Snake Disappear. Das ist auf jeden Fall ein Signal. Es ist natürlich blau, was ein bisschen awkward ist, aber vielleicht gehen wir auch full on Band, wenn wir es supporten können mit dem Fixing. Brauchen dafür aber deutlich mehr, als wir bisher haben. Aber wir sind ja auch erst im Pack 1. Und Make Disappear ist auf jeden Fall ein Grund, mehr blau zu spielen. Also anders gesagt, du kannst es nicht spielen, wenn du es nicht supporten kannst, sodass du es Turn 2 hast, relativ sicher. Können natürlich auch jederzeit entscheiden, blau als Mainfarbe zu spielen und eine anderen beiden Farben zu splashen. Das ist alles noch nicht in Stein geschrieben. Das ist auch ein Citizen. Drei Stück haben wir bisher. Das ist ein ziemlich solider Anfang, den wir hier aber haben. Kann man sich eigentlich nicht viel mehr wünschen als Start. Außer Busted Away vielleicht. Aber wir haben ja Busted Away in Hisbeing Overseer. Ja, davon spielen wir nichts. Hatten wir weiß. Second Last Pick. One Out of Town ist sweet. White Render ist ganz gut, leider sind wir nicht wirklich in Schwarz. Mage's Attendant ist recht gut. Exotic Packs, Pets ebenso. Murder, Girder Goons, weiteres gutes Schwarz. Aber ja, es ist die Wahl, die wir hier haben, ist zwischen Attendant und Exotic Pets. Haben bisher keinerlei Counter für die Pets, aber das ist in den Farben, in denen wir sind, eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir da mehr picken. Ich glaube, man pickt hier die Pets über den Attendant. Nicht hundertprozentig sicher, ob das richtig ist so, aber ich glaube, das ist besser. Lacrilla the Magpie. Noch eine schwarze Rare, leider, die wir nicht nehmen können. Die ist aber eh durchmischt in Stärke. Sie kann sehr gut sein, kann aber auch sehr unplayable sein. Ich habe sie ein paar Mal in Draft probiert und mit Mixed Erfolgen. Ich glaube, wir nehmen hier Makrella the Magpie über dem Land und Cleanup Crew. Ziemlich einfacher Pick. Hier haben wir nicht sonderlich viel Interessantes. Zacklin bringt uns nichts. Ist nur in einer unserer Farben. Initiated will man nicht wirklich spielen. Die beiden sind ziemlich mehr. Ich glaube, wir nehmen hier den Wingshield Agent. Das ist ein Shield-Counter für die Pets, I guess. Und das sind 3-Mana-2-3 mit Shield und leichter Upside im Combat. Ist keine großartige Karte, aber auch keine, für die man sich schämen muss. Wir müssen ein bisschen mehr auf Two-Drops achten. Haben bisher nur Make Disappear. Two-Traps und mehr Fixing steht gerade hoch auf unserer Agenda, denke ich. Removal sind wir gut eingepackt und Late Game Action auch. Wir haben hier nicht playable Rare.
fehlt uns zwar noch eine in der Collection, aber nee, das ist mir nicht wert. Hier ist die Wahl zwischen Match 60 Metamorphis, die ziemlich gut ist, und Skybridge Tower. Ich glaube, wir müssen hier, auch wenn es ein bisschen wehtut, diszipliniert sein und den Tower nehmen, weil es im Moment so aussieht. Ja, unsere Farben sind ziemlich equal, mit Grün ein bisschen geringer. Aber ich glaube, wir tendieren gerade dazu, ein echtes Three-Color-Deck zu bauen. Und dann brauchen wir genug Fixing. Hier haben wir Out of the Way, das wir vermutlich über dem Skycurry, Rooftop Nuisance und dem zweiten Adjudicators nehmen. Und das war jetzt eine zweite Karte, Cantrip, guter Tempo-Play. Blaser über meine weitere Metamorphis und Forsythe Family, aber ich glaube, es ist wieder der Blaser-Pick. Das heißt, wir können im Pack 3 ein bisschen weniger das Fixing priorisieren, wenn wir das hier schon erledigen. Haben bisher 4 Länder plus Adjudicators plus Jewel Thief als Fixing. Okay, okay. Max Pamela ist okay. I like it. Und die einzige Karte, die ich wirklich kurz hindern würde, der Rest ist ziemlicher Garbage. Bis auf den Outlaw und der ist nicht in unserer Farm. Das Artwork von Exotic Packs irritiert mich. Das sieht aus, als sei es von einem Nemo-Film gescreenshottet. Deshalb haben aber aus irgendeinem Grund sehr viele Leute, als die Karte gespoilt wurde, gesagt. Das heißt, ja. Gutes, die mir, was hier rüberkommt, entweder in Obscura oder Maestros. Aber ich glaube, wir nehmen eine Lecke. Lecke. Ist ganz gut, wenn wir den einen oder anderen Sacrifice-Spell kriegen, was nicht garantiert sein muss, aber ja. Nehmen wir warm. Welcome, kann sein, dass wir jetzt cutten werden. Hier wollen wir gar nichts. Ja, es gibt keine Chance, dass wir irgendwas davon spielen werden. Von der Seite scheint Schwarz relativ offen zu sein. Thirteens Pick Rooftop Nuisance, wie auch immer. Kommode mit Lackey ziemlich gut und ist ein guter Tempo-Play. Man kann mit einer Cantrip dieser Art wenig falsch machen. Bitter, bitter. Wir haben hier Evelyn, The Covetous, wie auch, ob man das so ausspricht, keine Ahnung. Ziemlich bastete Rare. Wünsche fast, dass wir doch in den schwarzen Train irgendwann gesprungen wären, Pack 1, aber man kann sich nicht wirklich beschweren mit dem, was wir bisher haben. Für uns interessant sind One Out of Town, Rooftop Nuisance, Protector und Civic Gardener ist noch okay. Aber ich glaube, wir nehmen hier einfach das Land. Der Rest ist meh. Wir haben schon 2 One Out of Town und ein Out of the Way. Swoop und Protector underperformt für mich meistens ziemlich. Und wir haben bisher nicht so viel, was man in die Nuisance reinopfern kann. Hier nehmen wir eine Tenant, das ist ganz nett. Wie gesagt, uns fehlt immer noch ein bisschen der 2-Drop-Slot. Aber Civil Servant kann da helfen. Über Poker's Veteran, Backstreet Cruiser, der Swong-Zug ist auch abgefahren, fürchte ich. Und wir passen einen Raffine, bitte, bitte. Ja, und das erlaubt uns jetzt, den über den Skybridge Tower zu nehmen, weil wir ja schon ordentlich Fixing gepickt haben. Skycrier, Elegant Entourage und Skybridge Tower wären die Karten, die ich considern würde hier. Klappen wir mit dem Tower? Rüber in Crier, vermutlich als nächste Karte. Hoffen, dass wir noch genug Two-Drops Pass kriegen. Das ist eine Citizen Scrober, solider 2-Drop. Das ist aber auch ein Broker's Charm. Ich glaube, ich bin greedy und nehme lieber den Broker's Charm. Wir kriegen bestimmt noch 2-Drops gepasst, oder? Ha, seht ihr? Backup Age, na, sogar ein Civil Servant. Mann, kann ich mehrere Karten aus dem Pack nehmen?
Black Hill würde ich nehmen, Backup Agent und Civil Servant. Naja, kann man sich nicht beschweren. Zweites Make Disappear, Gladly. Ich glaube, wir waren strikt genug mit unserem Mana, dass wir das supporten können, das Full-On 3-Color Deck. Ich glaube, wir sind nicht wirklich das Combat-Trick-Deck. Das heißt, wir nehmen einfach hier den Bären. Citizen ist das auch ganz nett. Bisschen Light on 2-Drops, aber nicht mehr ganz so schlimm wie davor. Wie sind unsere Sacrifice-Optionen? Wir haben hier einen Token, Lecke, Agent kann man opfern, ganz gut. Warm Wake-Up cutten wir vermutlich. Exotic Pets macht Tokens. Aber ich glaube, wir nehmen das sicherere One Out of Town, das dritte hier. Hiervon können wir nicht spielen. Sind natürlich wieder in einem Premier Draft, das heißt, der Broken Wings oder so als Sideboard-Karte ist uninteressant für uns. Das ist eine Menge Blau. Veteran oder Bruiser? Ich glaube, wir nehmen den Bruiser. Ist ein cooler Cephalid mit der Fedora. Und wir kriegen einen Mystens. Wir werden eine Menge cutten müssen. Und noch eine Nuisance, okay, okay. War auf jeden Fall sinnvoll, sie nicht über die Länder zu picken, early. Die wären bestimmt nicht zurückgekommen. Und keine Wares gepickt, fürchte ich, aber naja. Unsere Kamps und Langkamps sind auf jeden Fall solide. Müssen 5 Karten hier rauscutten. Und dann das Mana nochmal nachrechnen, aber das, was draußen ist, nehmen wir jetzt alles, was im Sideboard ist momentan, spielen wir nicht auf jeden Fall. Ich glaube, wir können es uns erlauben, einen 2-Drop hier zu cutten. Der Progress Veteran ist meistens ziemlich underwhelming, dadurch, dass das so, dass das ein Onboard-Trick ist. Im Grunde kann der Gegner relativ gut meistens drumherum spielen und so machen, dass man kein Target für den Shield-Counter hat oder kein gutes zumindest und so. Kein Fan davon. Warm Welcome, bisschen overcosted. Ich glaube, drei Rooftop-Nuisance sind auf jeden Fall zu viel. Vielleicht spielen wir auch nur eine. Von unserem End können wir nicht wirklich was cutten. Ich denke, das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das würde ich so lassen wollen. Vielleicht maximal ein One Out of Town. Unsere Remove Front ist ziemlich gut. Wir haben Make Disappear als Counter, Two Drops, Poker's Charm, Lacrella, Rooftop Nuisance und die. Ich glaube, wir hatten hier den Wingshield Agent. Kein großer Fan davon. Und wir sind zwar ein Poker-Stack, aber wir sind weniger tempo-orientiert, als es das Deck normalerweise ist. Und mehr Controlling. Das heißt, wir können natürlich immer noch den Tempo-Plan spielen, aber tendenziell sind wir mehr auf der Control-Seite als auf der Aggro-Seite. Von Poker-Stack allgemein gesehen. Poker-Stacks. Da hier bei dem Billing können wir jetzt cutten, das heißt, die letzte Karte müssen wir aus dem 3- oder 4-Drop-Slot cutten. Haben leider nur einen Overseer bekommen, ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir gehen hier auf 2 One Out of Town, 2 Rooftop Nuisance und lassen das so. Das sieht doch solide aus. Jetzt kurz gucken, ob wir irgendwas aus Versehen gecuttet haben, was wir nicht cutten wollten. Ne, sieht gut aus. Und dann mal die Mana-Verteilung anschauen. Okay. Bisschen awkward, dass der Two-Drop grün möchte. Der ist dann aus grün, das fängt dann erst hier an. Weiß haben wir auch ähnlich verteilt wie grün.
Ja, sind relativ ausgeglichen. Wir haben drei weiße Quellen und blaue. Das. Tudim. Fünf weiße hier. Deswegen spielen wir hier wenige Plains, hat Arena schon richtig gemacht. 5, 7 weiße Quellen. 8, wenn man Hydro mitzählt. Dann 8 blaue und 8 grüne. Im Moment sind wir von Quellen equal 8, 8, 8. Ich glaube, das ist sinnvoll so. Wir sind relativ ausgeglichen. Wir sind zwar ein bisschen weniger grün im Vergleich zu blau und weiß. Wir wollen Civil Servants und so schon on time casten. Und wenn wir grün haben, können wir Sachen als Jewel Thief beispielsweise casten. Jo, das sieht doch solide aus. Nowhere's Bench. Good stuff. Dafür mit einer ziemlich soliden Mana Base. Okay, let's go. Hüpfen wir mal in den Queue und sehen, wie das Deck performt. Das zu predikten ist schwierig. Da bin ich mir sehr unsicher, wie dieses Deck performen wird. Könnte. Es wird mindestens 3-3 spielen, glaube ich. Dafür hat es einfach zu viele solide Karten. Aber wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Okay, kein Grün. Nur zwei Länder, wir sind aber unser Draw. Ich glaube, das ist Keeper. Wir haben einen Back-to-Cruiser Turn 2 und hoffentlich Turn 3 Exotic Pets, wenn wir noch an den Land ziehen. Okay. Wir legen die Plains, dass falls wir einen Forest ziehen, wir die Wahl zwischen Civil Servant und Cruiser haben. Wird vermutlich auch nicht relevant werden. Gegner spielt ein Veteran, okay. Kein Land. Haben aber noch einen Turn Zeit dafür. Casten Cruiser, der defendet erstmal nett. Signalisiert ziemlich stark Chastic Metamorphosis. Sind wir okay, das gegen Backstreet Booster und eine Karte für den Gegner zu traden? Ich denke, wir nehmen erstmal den Damage. Ziehen kein Land, da wenig gesetzt, was wir casten können. Nicht, dass ein Land nicht sehr viel besser gewesen wäre, aber ja. Wir legen hier die Marke drauf, dass der Gegner denselben Trick jetzt nicht mehr machen kann. Wenn der Gegner, wie gesagt, den Match Metamorphosis hat, wovon ich ausgehe, können wir jetzt hier blocken und hier blocken und der Gegner verliert sein Value. Ah, wir verlieren auch unsere Land Drops. Ich glaube, der Keep war trotzdem richtig, aber that's how it goes sometimes. Nicht so, dass der Gegner so nicht relevant ist, tut. Ich glaube, wir tun dem Gegner hier den Gefallen. Kann er sich einen Fisch holen, wenn er möchte. Das ist okay für uns. Sweet. Land. Ich glaube, wir passen und holen uns Fische. Einer mit einer +1-Marke, was ziemlich viel wert ist. Handkarten. Sure. Der Gegner ist auch ein bisschen Mana stuck. Fiend's Guidance, okay. Nicht wirklich eine Karte, die ich playable considere. Ich glaube, wir nehmen das einfach. Ein
3-3 unblockable, verteilt auf 2 Bodies für 3 Mal Instant Speech. Solide. Wir könnten mit dem Backup Agent traden. Und das ist das Problem, dass der im Moment angreifen kann. Und wenn wir dann den traden, nicht mehr. Ich glaube, wir gehen hier auf 13. Ich glaube, wir versuchen jetzt den Gegner zu baiten. Vermutlich wird der Gegner hier traden. Und wenn der Gegner hier dann die Mark drauflegen will, können wir in Response das Ding abschießen und einen zusätzlichen, nee, keinen zusätzlichen Damage machen. Damage ist schon passiert an dem Punkt. Oh ja. Ja, ich denke. Okay, wir sind in Format. Klar. Gegner findet endlich das vierte Land. Ich denke, wir nehmen hier 4. Was tun wir hier? Der kann nicht angreifen, leider, und wir haben keine Möglichkeit, ihn angreifen zu lassen. Wir könnten das Ding abschießen und für 4, 5, 6, 7 swingen. Habt ihr das ganz gut? Dass wir 3 Damage an Blockable jede Runde haben und jetzt noch eine gute Defense durch Vigilance und Defender, bin ich ziemlich d'accord damit, den Gegner hier auf 7 zu putten. Und wenn wir jemals noch ein Land ziehen, können wir hier eine Menge Leben kriegen. Ich denke, jetzt traden wir hier. Hier die Mark drauflegt, stehen die Chancen gut, dass wir das nächste probieren und für 6 angreifen. Und da weiß ich nicht, was der Gegner wirklich tun soll. Ich denke, wir Leben kriegen vermutlich, aber ansonsten. Oder tappen wir das Ding. Dann sparen wir uns den Treasure. Ich glaube, das ist besser. Kommt ziemlich auf selber raus. Das Spiel wird nicht so lange dauern, so oder so, bis das Ding am Top vermutlich. Besonders wenn wir ein zweites Nuisance ziehen. Aber immer noch kein verdammtes viertes Land. Naja, jetzt hat die Gegner 3 Lethal Threats und 2 davon sind unlockable. Dings, der zweite Server würde 3 Leben machen. Ne, 2 Leben. Das bringt auch nichts, ne.
Ja, scheint mir der Gegner immer noch so ein Scoop-Face gehen. Wenn es jemals einen Moment für I still had all of these gab, dann ist es unsere Hand. Jupp, Ballroom Brawlers, ain't it? Yep. Immer noch kein Land. Und Gegner scoopt. Jupp. 1-0. Impressive. Also der Gegner hat ziemlich viele, ziemlich schlechte Karten gespielt, finde ich. Trapper's Shield Mage, Raffine's Guidance, Poker's Veteran. Zweimal. Sind alles keine Karten, die ich eigentlich in meinem Main Deck haben möchte. Ich bin auch persönlich kein großer Fan von Ballroom Brawlers. Die Karte liest sich meiner Meinung nach deutlich, deutlich besser als sie ist. Aber ja. Dreiländer Victory. Exotic Pets hat performt. Also. Haben leider nicht sonderlich viel Token-Counter, um das zu supporten, aber jetzt mit dem Agent hat das gut geklappt. Gold. Und zum 2-0, hoffentlich. Diesmal vielleicht mit dem Midländer-Special. Haben drei Länder, besser, besser und all unsere Farben. Sweet, sweet. Bisschen Light on Early Plays, aber das ist zu erwarten. Und mit ein bisschen Glück spielen wir gegen Grün und können hier was Sinnvolles bouncen auf Turn 2. Oder wir spielen einfach unser zweites Tapland Turn 2, das ist auch in Ordnung für uns. Das Format ist ja nicht sonderlich fast. Spielen wir hier Skybridge. Ah! Dieser verdammte Drachen, warum geht der so in meinen Personal Space? Gut. Okay. Ich möchte gerne dieses Land legen. Dankeschön. Ich bin der Blaser Turn 2. Und Turn 3 vermutlich Jewel Thief. Oder je nachdem. Vielleicht auch Mage's Attendant, weiß ich noch nicht. Ja, hängt ziemlich bei uns. Hat ewig gebraucht, um den Tower zu tappen. Ist hier nicht sinnvoll, dann spielen wir unser zweites Tapland zu passen. Wenn Arena es schafft, das Ding zu tappen. Shattered the Wrath, macht das zu einem Tri-Land für Esper oder Obscura. Spielt eine dritte Blains, okay. Mono White Esper, der klassische Archetype. Und Gegner tankt, das heißt, da gegen Esper dürfte der Mage's Attendant ziemlich gut sein. Gegner spielt dann Spying Overseer, sure. Wir legen in Attendant. Wenn wir dürfen. Arena, hallo. Ich würde gerne. Arena lässt mich nicht. Come on, not that. Yes. Arena showing great performance. Und wir werden durch unseren Zug gepasst mit Mage's Attendant auf dem Stack. Great.
Spielt ein Silencer, sure. Dritter Versuch. Wie wär's, wenn du einfach funktionierst, Arena? Können wir uns auf diesen Kompromiss einigen? Ich denke, wir fetchen hier in Plains. Come on. It ain't hard. Okay, wir timen wieder aus. Wait. Bald wird der ganze Stack voll sein von den Sachen, von denen sie nicht gesäuft sind. Ah, wir haben wieder Plans gelegt. Darf ich jetzt den Attendant legen? Nein, vielleicht. Also ich konnte eben draufklicken. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber jetzt ist sie wieder frozen. Ja, wir werden wieder durch den Sandfern gepasst. Great. Oh, come on. Not like this. Süße Ironie. Gegner kann sein, Mages Attendant zu solben. Ja, und wir dürfen wieder nichts tun, nachdem wir ein Land legen. Immer hat Rowena die Länder wenigstens gehighlightet. That's not nothing. Nichts machen. Ich schätze, der Sieg geht an Arena und den Gegner. Gegner muss sich fragen, was wir zum Teufel tun. Wir legen jede Runde ein Land und dann teilen wir aus. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt einfach scoopen soll. Theoretisch, wenn wir nochmal Sachen spielen dürfen, wäre die Chance, dass wir gewinnen, gering, aber nicht null. Ja, ich glaube, es wird nichts. Vielleicht dürfen wir auch nicht conceden. Ja, doch. Wir dürfen zumindest draufklicken. Kann gut sein, dass Arena auch dafür wieder eine Weile braucht. Darf ich conceden? Scheint nicht. Ich kann draufklicken, aber Arena ignoriert mich. Soll ich jetzt endlich diesen Attendant spielen? Vielleicht hat Arena auch sehr speziell was gegen den Mages Attendant. Ja, anscheinend aber endlich conceded. Okay, das war interessant. Ich werde hier das Ganze mal pausieren und Arena neu starten. Vielleicht hilft das. Hoffentlich können wir uns die eine Niederlage gegen Arena auch einfach erlauben. Oh nein, nicht play, nicht play.
Bis gleich. In Ordnung, wir sind zurück nach diesem unglücklichen Event und gucken mal, ob Arena jetzt funktioniert. Das heißt, wir müssen eine Niederlage auf Arenas Konto rechnen, aber das ist okay. Ich bin zuversichtlich für unser Deck, solange Arena jetzt ab jetzt mitspielt. Dafür bin ich aber nicht zuversichtlich, dass das der Fall ist, leider. Ich habe jetzt mal den ganzen Laptop restartet und hoffentlich läuft es jetzt besser. Wenn wir einen Gegner finden, natürlich. Eigentlich ist unser Deck nämlich ziemlich sweet. Wir stehen ja technisch gesehen auch 1-0. Was jetzt nicht der bestmöglichste Rekord ist, wenn das jetzt vielleicht so klang, aber at least we can win some games. Solange wir unsere Three Drops casten dürften. Ah, wir haben einen Gegner gefunden. Und sind bereit. Und diese Leute mit ihren Baldur's Gate-Avataren, das spricht ihnen in die guten alten Classics. Wir haben drei Länder. Müssen uns nur entscheiden, falls wir hier ein weiteres Basic ziehen, ob wir lieber Turn 2 Civil Servant oder Turn 3 Three Drop haben wollen. Wir ziehen ein weiteres Land, sehr gut. So. Wir können zwar so Turn 3 nicht Lacbella spielen, weil uns dann das Blau fehlt. Aber das sind auch noch. Darling of the Mess ist ein sehr guter Tor hier. Allein, Citizen. Ja, Soldier, okay. Wir spielen gegen Esper. Geocachers. Wir könnten doch Lacrilla spielen. Gibt jetzt kein wirklich gutes Target bisher. Wir spielen Mage's Attendant, kriegen unseren Wizard. Können wir eventuell hier reinopfern. Und passen einfach. Der Gegner kann theoretisch dem Ding Flying geben. Sehr traurig, dass das Ding Azor sagt. Okay, Gegner zieht eine Karte, bauen zu unseren Civil Servant. Quite alright. Und spielt ein Land und einen Worker's Veteran. Tour. Ah, ich glaube, wir traden unsere Token gegen den Shield Counter hier. Wir spielen einfach Darling of the Mess, ehrlich gesagt. Ein bisschen das Board ausstallen mit dem Threat kriegen. Wollen wir nicht angreifen. Was hat der Gegner? Tappt unsere beiden Leute, zieht zwei Karten, opfert den Veteran, kriegt dann einen neuen Schildcounter, sure. Das Beste für den Gegner hier dürften ja die zwei Karten ehrlich gesagt sein. Wir nehmen vier und das ist auch in Ordnung. Wir ziehen noch mehr Länder. Wir können leider
durch die ganzen Tabländer hier jetzt nicht double spellen. Ich glaube, wir machen Lakrillen jetzt. Und exilen den Typen mit dem Counter. Und unseren Mages Attendant. Stirbt, kriegen wir den als Vierer zurück und kriegen den Token wieder. Und nächste Runde können wir hier angreifen und haben dann einen Token zum Opfern. Gegner discardet Terran Swindler, okay. Die würde ich auch discarden. Gegner signalisiert hier ziemlich eindeutig ein Metastic mit einem Office, aber ich glaube, der Trade ist okay. Ziemlich gleiche Ausgaben, wo der Gegner keine Karte zieht. Dafür hat er jetzt das Equipment. Das ist ein guter Tor. Wir haben 5 Länder und können Tablet spielen. Ich glaube, Kassen ist einfach. Nehmen den aus der Equation für einen Turn und swingen für eine Menge Damage. Hier haben wir auch einen Lifelinker für die Zukunft. Und jetzt haben wir 2 Optionen, Tokens auf Hand für Rooftoppen dürfen. Gegner will uns jetzt 5 zwingen, okay. Sure. Der Gegner hatte sehr wohl die Metamorphis. Sechs, I guess. Jupp, jupp. Und wir equipped den Dagger. Zweites Majestic Metamorphis wäre unfortunate. Nächste Runde. Wir werden die beiden jetzt. Das ist ein guter Tor. Wir holen hier einen Forest. Obviously. Survey. Slightly different. Wir machen das Free Combat, damit unsere Kreaturen noch im Leben sind. Und dann greifen wir mit den beiden 5-4ern an den Cache. Good game. Heißt das, dass wir tot sind? Ich hoffe nicht. Schwer vorstellbar, aber. Heißt das, dass der Gegner tot ist oder dass es so sein denkt? I don't know. Ich denke, wir greifen mit den beiden an. Ich meine, wir haben, sind wieder auf 12 Leben unterm Blocker hier. Ich weiß nicht, wie wir hier sterben. Vielleicht bin ich aber auch verroniert, denn der Gegner denkt, dass er tot ist. Oder vielleicht sollte ich einfach nicht zu viel in irgendein random Emote, das jemand auf Arena gemacht hat, reininterpretieren und das Spiel weiterspielen. Das scheint mir der bestmögliche Play zu sein. Gegner kann Shield Counter plus Halo Scare Bob gegen eine unserer Kreaturen traden. Schwur. Für 2 Mana hier. Also, er kann theoretisch den Scarab wechseln, aber. Ja, das war's. Okay.
siehst du dein Treasure. Auch das Ding ist randomly in Citizen. Die ganzen Tabländer, die wir hatten, waren ein bisschen irritierend für das Auskörben. Scheint mir ein bisschen zu spät zu sein, dass das ein großes Problem für uns wird. Guter Schwur. Ich glaube, wir tappen einfach zwei Kreaturen opfern. Vermutlich den Wizard. Oder opfern wir den Wizard. Wir opfern den. Es scheint mir unwahrscheinlich zu sein, dass wir den Spike-Effekt des Wizards benutzen können, aber ich glaube auch der eine Power macht nicht den großen Unterschied hier. Hier theoretisch die Activation, aber das scheint wird vermutlich nicht mehr so viel bringen. Das. Okay, okay. Diesmal hängt nicht Arena, sondern der Gegner hängt. Also hängt nicht, sondern überlebt, aber überlegt, aber ja. Slip out the back. Sure. Will ich zu machen. Out of the way, ist ziemlich gut. Und dann swingen wir mit allem, denke ich. Gibt es eine Chance, wie wir sterben? Wir nehmen im Abgib ein. Aber der Gegner sollte ja eigentlich auch sterben, also er hat irgendwas. 4, 5, 6, 7, genau. Wenn der Gegner hier blockt und nichts mehr hat, stirbt er. Wir kriegen einen Blocker und dann out of the way. Wir können eigentlich jetzt out of the way spielen, fällt mir auf. Ich bin so darauf fokussiert zu überleben, dass ich gar nicht daran denke zu töten. Das soll es sein, denke ich. Jupp. Das war's, in der Tat. Hätten im Nachhinein gesehen, vielleicht doch nicht den Citizen, sondern Wizard opfern sollen, aber whatever. Ist nicht so, dass es jetzt gemattert hätte. Okay. Größter Sieg war, dass Arena nicht gecrashed ist. That ain't nothing. Möge es so bleiben. Gehen wir zum 2-0 bzw. 2-1. Und zum nächsten Spiel. Das war ein ziemlich decisive Victory für uns. Besonders gegen Ende dann. Offensichtlich. Ah, dafür maligen wir hier. Widerliche Hand. Deutlich bessere Hand. Ich hoffe, wir tun die Planes runter. Bisschen awkward, dass wir das Turn 3 nichts Richtiges tun können und unser Turn 3 Play ist auch nicht sonderlich großartig, aber nicht so, dass wir die Hand maligen konnten, realistisch gesehen. Das hatte Lands und Spells. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist schon wieder. Gegner spielt nur mehr, Schuhe. Ich denke, wir spielen einfach unseren Backup Agent.
auf unsere Kreatur, danke. Gegner zu links mit Vigilance, sure. Bitte kein Dings, Overseer. Gegner spielt da in 3-2 Overseer, sure. Puh. Wir spielen Lacrilla, Exile und Giada und unseren Backup Agent. Ich glaube, das ist sinnvoll. Also, es gibt wenig Sinn, den Overseer zu exilen. Und wenn dann Lacrilla spielt, kriegt der Gegner nur eine zusätzliche. Dings davon. Wofür zur Hölle hast du das getappt? Dein Ein-Mana Instant Speed Angel, den du damit casten kannst? Sure. Wird das attendant? Das können wir auch. No, der 3-2er Overseer, der uns hier runter bietet, ist ziemlich irritierend. Kann das so bastet. Besonders wenn man sie mit einer Ware comboot. Okay, das gegnerische Deck sieht ziemlich gut aus. Wie unseres bloß besser. Gegner Connives. Und Pitchen und Forest. Das kann Gaba hinter. Modern Day Japan, I guess. Gegnerisches Deck sieht sehr solide aus. Ich denke, wir werden hier den Token reinopfern. Wir haben noch Mana offen, um für die gegnerischen Wizards zu bezahlen. Mages intended. Yep. Wir haben zum Glück keine guten Targets für die Probe. Unseren eigenen Ober. Ja. Kein Land. Doch. Sehr gut. Ah. Curse auf der Autotappe. Hätten uns einen Klaus offenhalten sollen, offensichtlich. Pusa hatten wir ja schon vorher auf der Hand. Damit. Der Gegner kann die Quoba auf den Overseer equippen und den pumpen. Das heißt, unser Overseer, unser eigener, blockt nicht wirklich was Relevantes. Das heißt, ich fürchte, wir müssen den Speakeasy Server spielen, damit wir wenigstens traden können mit was. Wir kriegen zwei Leben aus dem Deal, genau. 14. Ist nicht so, dass wir hier sind, wo angreifen können. Gegner kann theoretisch die Quoba hier drauf equippen und einmal pumpen. Oder wenn er ein Land zieht, am besten Island für ihn, zweimal pumpen. Weil das ist dann wenigstens gutes Tage für One Out of Town, wenn der Gegner beschließt, so den Zug zu benutzen. Und 6 Mana. Gegner zieht dieselbe Line. Der Quoba. Dann zaubert er drüber. Ja, dieses Spiel sieht nicht so gut aus für uns.
Notfalls ist es so, dass wir es schon verloren haben, aber wir sind definitiv behind. Overseer into Giada into Overseer war hardcore. Das Ding wäre dann 4-4 reingekommen. Tankt. Wir kriegen Kurva. Auf den, okay. Mein Schuhe. Ich glaube, wir doppelt blocken hier. Kriegt die Ada zurück. Wir hoffen, dass er nicht mehr allzu viele Engel hat, sonst wird es hardcore. Ich glaube, das Risiko müssen wir eingehen. Wir kriegen einen 3-3er Backup Agent und können auf den Server einen Designsmarker legen, was nicht schlecht ist. Wenn der Engel, Gegner noch einen Engel, noch einen Overseer oder so hat, ist das quasi das Ende für uns. Aber wie gesagt, ich glaube, das Risiko müssen wir eingehen. Boomer-Gathower? Okay, okay. Bisschen late to the party. Und dann Tapland. Make Disappear ist dafür auch late to the party. Wir catchen hier unseren eigenen Overseer erstmal. Ziehen Tapland. Oh Gott. Spielen wir mit Bruiser, spielen wir Make This, halten wir Make This Appear offen. Wäre sehr viel schöner gewesen, wäre das untapped gewesen, dann hätten wir Run Out of Town oder Make This Appear offen halten können. Dadurch, dass der Gegner Boomer gestern gespielt hat, halten wir, glaube ich, Make This Appear offen. Das heißt, wenn der Gegner eine Kreatur auf der Hand hat und noch eine zieht, ist das vielleicht eine letzte Möglichkeit, nur wir richtigen Value hier rauskriegen können. Dann denyen wir nämlich eine Kreatur. Wahrscheinlich, wenn sie nicht beide sehr, sehr billig sind. Und hier einen Cutwar. Was nicht schlecht ist. Gegner tankt. Sure. Wir können nichts gegen tun. Er kriegt einen Squire. Nicht so aus, als würde der Gegner eine zweite Kreatur spielen wollen. Okay. Pass. Wenn wir den spielen, haben wir nicht genug Mana wieder wegen dem Tapland, um beide Instants zu spielen. Ich glaube, das müssen wir machen. Der Gegner hat nämlich langsam auch eine ordentliche Ground Force. Jetzt ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass Make Disappear was bringt wieder. Der Gegner hat sehr wahrscheinlich keine Kreatur auf der Hand, sonst hätte er versucht, das Ding zu triggern. Zumindest keine Kreatur, die 4 kostet. Oder weniger. Und der Gegner hat die coolen Sleeves mit dem Gingerbread Man. Woman. Wenn der Gegner all in den Paragon geht und den zweimal pumpen möchte, dann können wir ihn auch aus auf Town runnen. Nicht der beste, auch nicht der übelste Player ist.
Leaky Server rettet uns ganz schön. Zumindest for the time being. Gegner geht zu Combat. Ich glaube, unser Plan ist, wir blocken mit dem Server. Gegner wird mit höchster Wahrscheinlichkeit das Ding 2 plus 1 plus 1 machen geben. Verschwindet so seinen Turn und wir spielen dann One Out of Town. Das scheint mir realistisch. Gegner bietet den Trade an. Lieber mehr Zeit mit dem One Out of Town. Bisschen ein Fortschritt, dass der Gegner nicht seine Kreatur retten wollte, aber nein. Was wiederum heißt, dass der Gegner vermutlich mit dem 3 Mana was vorhat, beziehungsweise theoretisch 4 für den Engel. Was bedeutet, dass wir Make this Kind können? Leider nicht wirklich casualtieren. Jetzt verlieren wir sehr schnell gegen die Ground Force des Gegners hier. Ich glaube, dann tappen wir einfach den. Ziehen einen Rock Spammler, den wir gerade nicht casten können. Passenden Turn. Ja, ich sehe nicht wirklich unsere Gewinnstrategie leider. Ich meine, der Rock Pummler bringt uns sonderlich viel. Der Gegner kann einfach einen 1-1er vorwerfen, hat genug Leben, um die 5 Trample Damage zu nehmen und dann haben wir einen 6-3er Findelo. Wir könnten das theoretisch Make disappearen und eine Kreatur opfern. Sind wir so verzweifelt? Ja, oder? Ich fürchte, was wir müssen. Die Gegner haben drei Länder, das sollte also klappen. Wir haben einen Cruiser davor. Wir fühlen uns sehr schlecht, aber naja. Man tut, was man tun muss. Wir haben wenigstens noch drei freie Defender. Und verhindern so, dass der Gegner Boomhawk jetzt aber zwei Mitspieler in die Sonne oder überhaupt. Sieht nicht rosig für uns aus, aber wenigstens haben wir noch ein paar Turns Zeit. Diese Turns werden gerade sehr viel geringer. Der Gegner legt das wohl auf Piada. Ja. Nicht so, dass wir hier blocken können. Ok.
können theoretisch unseren eigenen Broker's Chance ziehen, dann können wir nächste Runde hier blocken und das. Nee, das können wir nicht abschießen. Wir können das abschießen. Ah, okay. Wenn man vom Broker's Chance spricht, bringt uns das irgendwas. Gegner könnte nächste Runde ganz flanschen. Das heißt, wir können glaube ich auch nicht mit dem Pamela angreifen. Weil der Gegner es dann einfach nehmen kann. Ich glaube, wenn wir das killen. Ne, wir können das blocken und was anderes killen. Dann haben wir immer noch das Giada-Problem. Wir können Giada hier mit töten, aber dann haben wir das Problem. Ich glaube, wir müssen das hier als Card War Spell casten, ehrlich gesagt. Wenn wir hier rauskommen wollen, müssen wir hoffen, dass wir noch ein Focus Charm und irgendwas anderes sehr Gutes, was wir casten können, für 3 Mana ziehen. Ja, aber ich glaube, der pure Removal-Effekt von Focus Charm verhindert nur, dass wir instant sterben. Das bringt uns wenig. On the long run. Make Disappear und Broker's Hideout waren nicht genau exakt die Karten, an die ich gedacht habe. Ja, ich glaube, das war trotzdem der korrekte Play. Wie man sagt, ja, du sollst so spielen, dass du gewinnen kannst und nicht so, dass du möglichst langsam verlierst. Ja, whatever. Und bluffen, dass wir Setter's Wreckage haben. Aha, got him. So, ich sterbe wenigstens nicht, sonst hätte das Overseer hier nicht blocken können und dann hätten wir 8 genommen, exakt sie's. Damit schwinden unsere Chancen nochmal drastischer. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas ziehen können, was uns hier rausholt. Darling, ain't it? Wir können theoretisch noch einen Skybridge Tower opfern. Ein Land ziehen. Ein Land legen, weil es unsere Quest ist. Können wir für ein Blaues oder was ziehen? Nichts. Jupp, das war's. Good game. Puh. Das ganze Spiel über keine langfristige Antwort gehabt für Giada und Inspiring Overseer. Und das war's, was uns dann letztendlich erwischt hat. Es war ein interessanter Turning Point mit der Ligrada. Lacrella, wie auch immer, Lacrella the Magpie heißt sie, glaube ich, zu traden und dem Gegner die Giada zurückzugeben. Wäre interessant zu wissen, wie es ausgegangen wäre, hätten wir es nicht gemacht. Ah ja, wir stehen 2-2. Einmal, weil der Gegner besser gespielt hat und das bessere Deck hätte und einmal wegen Arena. Das macht uns aber früher, als es mir lieb ist, in die K.O.-Runde. Mal sehen. Und schön, dass der Reader uns gerade den Tipp gegeben hat. Everybody loves a good comeback story. Never give up. Für all die Leute, die sich beschweren, dass ich nicht früher gescoopt habe. Ja. All die Leute impliziert das schon, dass irgendjemand gucken würde. Aber in 100 Jahren, wenn ich mal reich und berühmt geworden bin, wegen vermutlich irgendwas ganz anderem, das dann wieder entdeckt wird. Hello. Das war ein interessantes Gedankenexperiment, das ich vor einiger Zeit mal mit Silverchair und Pilpel besprochen habe. Wenn man ja nur die Information erhalten würdet, dass irgendwann eine Dokumentation über euch gemacht wird, was wäre euer
initialer Gedanke. Was wäre die Bauchreaktion? Oh verdammt, was habe ich Schlimmes angestellt, dass das gemacht wird? Oder was habe ich Geiles angestellt, dass das über mich gemacht wurde? Die beiden sagten ja Letzteres. Ich war ja auf der pessimistischen Seite. Das ist aber, finde ich, interessant, darüber nachzudenken. Wir ziehen unsere dritte Farbe, was ganz nett ist. Haben jetzt aber nach dem Backup-Agent leider nicht mehr viel zu tun erstmal. Bester Draw wäre, wie es oft ist, der Overseer. Spying Commander. Ne, Overseer Commander. Gegner spielt einen Forest. Warum zur Hölle? Hätte er es nicht gemacht, hätten wir angegriffen und er hätte den fressen können. Das Ding hat Flash. Ha, weird. Ziehen Tapland. Obwohl wir weiß oder blau, haben wir irgendwelche wichtigen Dual Colors? Kosten? Nicht die kleinen klicken, das war knapp. Ich glaube, dann holen wir uns ein weißes und ein eher blaues. Wir haben so viele Dual Lens, die weiß machen. Alle anderen, glaube ich. Die greifen wir jetzt nur mit dem Backup Agent an. Ich meine, aber selbst wenn der Gegner nicht blocken wollen würde, ist es trotzdem sinnvoller, der zum Endstep zu warten von uns. Der Gegner spielt auch Band. Beauty Bypass, das ist eine Combo, die nicht so gut für den Gegner aussehen wird. Der Gegner kriegt einen Knife raus, I guess, aber scheint sich nicht zu lohnen, meiner Meinung nach. Discarded Backstreet Bruiser. Ich glaube, wir machen das jetzt im Infield, um Counter Magic oder Slip Out the Back oder so zu vermeiden. Entscheiden, das hoch oder runter zu tun. Das sagt uns, je nachdem, was der Gegner macht, eine Menge über die gegnerische Hand. Dummerweise bin ich nicht klug genug zu wissen, was es uns das sagt, aber jemand, der besser ist im Magic als ich, könnte bestimmt Sachen rauslesen. Na, ein paar Sachen kann man sagen. Zum Beispiel, dass der Gegner keine Länder sucht. Tada! Skyquire plus der. Wieder Mainfield, das kannst du nicht sagen, weil ich weiß, dass das Ding Flash hat. Ah, ich hätte das Land nicht legen sollen, Curses. Den Overcell ist hier. Ich glaube, wir ziehen einfach unsere Karten, tappen die beiden Sachen für eine Runde down. Aber hier geht es primär darum, dass wir zwei Karten ziehen. Und dann können wir einen Fisch machen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Den Spell bin ich super anxious, immer aus Versehen zweimal dieselbe Kreatur zu targeten. Okay, dass wir das Land gelegt haben, hat uns nicht gekostet. Und das heißt sogar, wir können jetzt den Backstreet Cruiser statt dem Black Hill legen. Next ohne den Rocks Pummel und mit dem Cruiser angreifen. Not too bad. Ich bin ein Fan davon, wie sich das Spiel hier gerade entwickelt. Natürlich darauf an, was der Gegner jetzt tut. Hoffentlich keine Sache, die unsere Sachen stonewallen kann. Na, Griller, oder? Ziemliches Haus sein, wenn der Gegner ihn casten kann. Ihn zurückbekommt. Ah ja, ich glaube, wir casten den Vox Pamela und casten. Gegner hat den Comic-Trick anscheinend.
wissen. Auf jeden Fall für irgendwas hat der Gegner hier für ein weißes und ein grünes Priorität bekommen. For the Family oder Revelation of Power oder so bestimmt. Gegner swingt für 1, sure. Hat vermutlich vor dann Lacrilla gegen den. Das ist ein Mystic. Aber wenigstens einigermaßen beatable Mystic. Ich glaube, wir greifen ihn erstmal an und schauen, was der Gegner tut. Walkers Charm war auch ein ziemlich guter Draw. Können leider beide Removal Spells nicht in einem Turn casten. Aber ein der Removal Spells ist drin. Und wir können Run Out of Town plus den casten. Was machen wir hier? Dann das in Response bouncen und 6 Damage machen wegen Trample. Wir könnten Walkers Charmen Post Combat. Oder das wäre besser als jetzt zu machen. Also, nicht Post-Combat, darf ich mir den einen Damage mitnehmen. Ich glaube, wir delayen einfach den Gegner. Machen das aber nicht so, ich will gerne. Meinen Two-Drop dann noch spielen. Bouncen den. Damit geht der Gegner langsam in gefährliches Terrain, was das Leben angeht. Nimmt hier 6 mit Trample. Bekommt immer noch Priorität für ein weißes, vielleicht Dings, der Boon of Safety oder wie die Karte heißt, den Shield-Counter gibt und Quine lässt. Das könnte sein. Bringt aber hier nichts. Ah, Moment, ich bin ein Idiot. Der Gegner hat gar keine Priorität. Der Gegner hat entschieden, was er tut. Ups. Idiot. Doch, der Gegner hat anscheinend doch Priorität. Ha, Genius. Falkasbara kann nicht von der Top spielen, also kein Land. Wir nehmen wieder 1. Zweiter Poker's Charm, sure, sure. Ich denke, wir tappen hier den Backup Agent für Civil Servant und greifen mit den beiden an. Okay, das scheint mir Ort zu sein. Sure. Verhindert so ein Trample Damage, I guess, aber. Wir könnten. Wir verlieren hier nur den Shield Counter. Damit würden wir 4 Damage machen, ich glaube, das lohnt sich. Der Gegner würde dann auch wenig Leben geben. Oder wir könnten das töten. Also hier den Shield Counter wegnehmen. Nein, ich glaube, ich will lieber einen Damage haben. Hoffentlich hat der Gegner nicht Stinks. Du noch Safety. Auch nicht tragisch, aber. Der Gegner kann sich zwar dann 3 Leben zurückholen, aber wir swingen hier dann für. Okay.
Ja, schon. Aber unsere Position scheint mir trotz allem relativ stable zu sein. Gegner geht wieder auf 7 mit Lifelink, sure. Oh. 10? Okay. Guter Tor. Können leider nicht beides machen wegen einer Planes nur. Wenn wir das machen, kann aber der Backstreet Cruiser mit wegen zwei Marken angreifen. Das machen könnten wir. Ah, und dann werden wir wieder für 4 gezwungen. Und wenn wir den killen, verliert der Gegner alle Counter und kann das nicht aktivieren. Wenn wir mit allem angreifen, wird der Gegner hier vermutlich blocken. Wir tappen den hierfür. Oder tun wir das? Nee, ich glaube nicht. Ich klappe gerade mit allem an, was kann. Das kann nicht wirklich großartig schief gehen. Und töten dann den 4-4er. Oder? Wenn wir jetzt das töten, muss der Gegner hier jumpen vermutlich. Man muss nicht, aber. Ne, ich glaube, wir lassen den Gegner blocken. Ja, auch bald das Fahrer da. Oder nicht? Ah, ist auch nicht. Interessant. Hier einen zusätzlichen Damage. Oder machen wir das? Wir könnten auch den oder den pumpen, den töten. Ja, ich glaube, das ist besser. Dann überlebt zwar der Lifelinker. Naja, ich glaube, das ist in Ordnung. Aber wir pumpen den. Killen den, damit unser Token, unsere Kreatur mit einem Counter überlebt. Die Tracer. Und den Gegner in 7. Okay. Der Gegner kann theoretisch hier anfangen, Karten zu ziehen. Shield Match, sure. Ich glaube nicht, dass du angreifen kannst, mein Freund. Tablet, können wir wenigstens nächste Runde in der Karte ziehen. Jetzt müssen wir Exotic Packs jetzt spielen, damit wir den aktivieren, aber ich weiß gar nicht, ob wir mit dem angreifen. Wenn wir nur mit dem angreifen, kann der Gegner nicht blocken, kriegt kein Lifelink Leben. Und dann haben wir 4 unblockable, der Gegner geht auf 2, geht auf 6. Dann muss der Gegner nächste Runde angreifen, wenn wir nur mit dem angreifen, um das Leben zu kriegen. Ich glaube, das machen wir. Wenn wir mit allem angreifen, tradet der Gegner vermutlich hier. Tradet hier das. Ist das besser? Vermutlich. Was kann schief gehen? Der Gegner könnte hier das davor werfen, den fressen. Und er müsste gar nicht hier den wegwerfen. Ne, ich glaube, wir machen das so. Das scheint mir safer zu sein. Gegner muss jetzt mit dem angreifen, verliert er durch einen Blocker. Purgast Charm oder so wäre gute. Ja,
Ah, wir gehen auf 10, Gegner wird auf 6. Die Defense ist relativ down. Wir ziehen hier eine Karte. Ziehen einen zweiten Scavenge Tower, okay. Ne? Und ich denke, jetzt greifen wir da einmal an. Gibt es irgendwie eine Chance, dass wir auf den Swingback sterben? Der ist dann 4, 8, 9. Der Gegner kann hier eine Karte ziehen. Wir können uns eine ziehen lassen. Lassen wir irgendwas zurück, aber wir machen hier 4 Damage Discher, 2. Sollte liefer sein, wenn der Gegner nichts hat. Das ist trotzdem nicht schön, oder? 4, 5, 6, ja. Easy. Close, aber Victory. Das war ein ziemlich sweetes Spiel. Da gab es sehr viele Crossroads und ich bin sicher, es gibt irgendwelche einen besseren Weg, wie ich das hätte spielen können. Müsste ich aber dafür nochmal rewatchen. Apropos rewatchen, ja, das recordet noch sehr gut. Bin ein bisschen paranoid geworden mit den ganzen Misserfolgen, die ich hier hatte, Sachen korrekt aufzunehmen. Eine Menge Gold und XP und gehen zu 3-2 bzw. 3-1. Und nein, ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, dass uns Serena ein Game gewappt hat. Ja, das wird, wenn er trotzdem einen Sieg wünscht, kriegen. Aber ich glaube, das wird nichts. Behalten wir das. Das ist eine sehr gute Hand. Wir haben Lecke, Servant, Messes, Darling ist ein besserer Name dafür. Leider keine weiße Quelle und nur zwei Länder. Wir sind aber unser Draw. Wir ziehen sicherlich ein weißes Land, oder? Easy. Und wir haben hier einen Blocker plus noch einen Blocker, wenn wir next sein wollen, wenn wir under pressure sind. Okay, wir haben Turn 2 drop gezogen, wenigstens etwas. Scheint gegen Esper zu spielen. Wir haben noch Zeit, noch haben wir Zeit, alles gut. Hier können wir Make Spear nehmen. Oder wenigstens irgendein Land. Plains ist sehr unwahrscheinlich. Wir haben nur zwei im Deck. Mit Taplands ist wahrscheinlich dafür eine weiße Quelle. Jupp, wir können dann auch was hier. Okay, ich hab gesagt, irgendein Land. Das haben wir bekommen. Wenn wir jetzt eine untappische weiße Quelle ziehen, können wir da längs spielen. Das wäre ziemlich gut. War der Kick vielleicht doch zu risky? Jupp. Hochmut kommt vor dem Fall, Chefs. Soll nur nicht. Ich meine, unsere Chancen sind eine scheußliche, irgendwann eine weiße Quelle zu spielen. Wir spielen 8.
89 Blitz spielt man normalerweise in den meisten Limit-Formaten seine Two-Color-Decks. Das hätte ein Turn earlier ja kommen können. Ja. Sieht nicht gut für uns aus, not gonna lie. Der Gegner. Schwingt einen Lightning vermutlich. First Strike. Really? Okay. Vermutlich hat der Gegner Angst vor Majestic Metamorphosis. Schon weiße Quelle. Jetzt sind wir noch nicht ganz raus, zumindest. Hoffentlich können wir. Entweder können wir jetzt was countern oder in der nächsten Runde den selber ab. Ah, eine süße Ironie des Schicksals. Jetzt haben wir übrigens One Out of Town online. Ich denke, wir müssen den Seraph disappearen lassen. Für meinen nächsten Zaubertrick werde ich. Wird der Gegner noch einen Seraph spielen, okay? Land? Kein Land? Kein Land. Gut, One Out of Town hier drauf, wenn wir keinen Seraph countern müssen. Nehmen 4 gegen Haste. Der Gegner könnte das eigene, ein eigenes Nexus 4 haben. Nein. Nehmen hier das einfach. Kein Grund hier zu blocken, das Teil stirbt eh und zieht deine Karte. Das ist krass, was für einen großen Unterschied die Border Color hat für das Artwork und so. Und Borlas zurück. Milton und Mask Remover. Und Server zurück. Ja, gegen die Air Force auf der Seite können wir wenig tun. Da finden wir unsere weiße Quelle, aber zu spät fürchte ich. Können weggeben. Der Gegner hat sich zum Glück den Schneidklapper zurückgeholt. Wir nehmen 2 in der Luft. Einfach den Server. Der Gegner hat das Pferde gelernt gefunden und kann das jetzt casten. Das ist gut für uns. Nicht, dass es diesen Unterschied macht, aber wir können das disappearen lassen. Ich finde noch eine weiße Quelle. Okay, okay. Ich fürchte, wir müssen die spielen, damit wir Lifelink-Runde haben.
Und vielleicht hat er Angst, der Gegner Angst, beim zweiten Weg zu Papier, wenn wir es so repräsentieren. We're still in it. Not to win it, aber. Gegner spielt vermutlich den zweiten Seraph. Das ist erstaunlich fies gegen uns. Jetzt verlieren wir den Starling und den Messers. Aber das ist eigentlich keine Karte, die man spielen möchte. Strike the Truth. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die gecastet sehe. Aus offensichtlichen Gründen. And was? Das heißt, wir haben leider hier auch keine richtig guten Attacks. Wenn wir den Backup-Agent spielen, können wir ihn tappen und die Marke drauflegen und 4 Leben kriegen und die bouncen gegeneinander. Ist das sinnvoll? Also ich spiele mit Rocks Pamela, neben 2 in der Luft, Jumping Burst. Ich glaube, wir müssen das Leben anfangen aufzuhäufen. Kommen noch 2 große Flyer in der Post gleich. Den Fisch lassen wir zurück, um da zu Jump blocken, glaube ich. Ich will lieber den Backup Agent erstmal behalten, nicht damit Jump blocken. Und wir tappen ihn jetzt. Wir kriegen 4 Leben, gehen auf 7 wieder. Sehe nicht, wie wir das Spiel gewinnen. Ich meine, wir haben bestimmt noch irgendeine Chance. Multiple Dingses, Focus Charms oder so. Unser eigener Inspiring Overseer wäre immer ganz gut, wenn er auftaucht. Nur damit an, weiße. War der gut? Okay. Standard of Town ist gut. Was machen wir hier? Darling of the Messer wäre echt gut gewesen. Curses. Nicht angreifen, ich will ihn doch tappen. Ups. Tauschen hier gegen Gördergoons oder geben dem Gegner wieder die Möglichkeit, die gegeneinander bouncen zu lassen. Spielen 6-3er. Warum der Gegner nicht jede Runde in seiner großen Fly gelegt hat und uns getötet hat, ist mir nicht ganz klar, aber I'll take it. Primär ist das, was ich hier take, ein L. Was? Wie kann man denn einen von einem Rhino Ruhe kaufen?
Gut. First strike. Yep. Dann hier Double Knochen. Ich glaube, das ist sinnvoll so. Gegner für den Civil Servant, Backstreet User tötet Custodian, wenn der Gegner nichts hat. Wie gesagt, wenn der Gegner das hat, sind wir so oder so tot, also sure. Nehmen 5. Verlieren dadurch leider unsere letzte Leistungsquelle. Das Artwork von den Token ist so sweet. Flyer zu casten, my dude. Wie ist Dings gewordet? Wenn du diest, nicht wenn du liegst im Battlefield. Und der Token ist auch ein Death Trigger. Wir bouncen den, jumpblocken den und fressen den. Haben wir noch eine Band-Schamane? Das wäre recht gut. Nein, nicht in der Land. Hier, fressen den und schaffen mit dem Agent hier. Nehmen 2 in der Welt. Gegner spielt den Server. Immer, was? Das muss doch an dem Punkt Absicht sein, das Spiel rauszuziehen, oder? Was spricht denn dagegen, die Flyer zu spielen? Das war's. Damit endet unser One. Jo, vielleicht war der Keep doch zu riskant. Oh, das war einfach Pech, dass wir nicht schnell genug eine weiße Quelle gesucht haben, gefunden haben. Gesucht haben wir. Ja, bisschen underwhelming fand ich. Ja, aber so ist es. Machen wir, wie es mittlerweile Tradition hat, eine kurze Endbesprechung. 3-3 war der finale Rekord. Wie die genaue Anzahl von Rooftop Nuisance und Runout of Town war, die wir hätten spielen sollen, weiß ich nicht genau. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem 2-2 Split, aber ich könnte definitiv auch Argumente sehen, es anders zu machen. Den Rest war aber, glaube ich, sinnvoll, es nicht zu spielen. Das ist größtenteils nur ziemlich underwhelming. Apropos underwhelming, ebenso war das unser Rekord. 3-3. Natürlich, ein Loss davon war zu Arena, einer zu entweder Manasku oder einem schlechten Mulligan. Ich würde sagen, das war nicht der beste Mulligan Decision, aber wir hatten definitiv
Chancen, die weiße Quelle zu ziehen und haben es halt nicht gemacht. Das passiert manchmal. Also da würde ich eine Mischung draus machen. Aber ja, ansonsten, es hat uns ein bisschen an der Rare Power und an den Two Drops gefehlt. Dafür war der Rest unseres Decks ziemlich solide. Zwei Poker Charm, Lacrilla, Exotic Pact, Civil Servant, Darling. Ein Overseer, da wären noch eine oder noch 10 ganz nett gewesen. Ja, unsere Ankunft besonders waren ziemlich solide. Jewel Thief auch natürlich. Und unser Fixing war sehr gut, das hat, ging größtenteils bis eben gerade. Aber ja, da hatten wir, glaube ich, auch sinnvoll die Menge an Fixing gedraftet. Schön diszipliniert, auch wenn es am Ende nichts gebracht hat. Das war ja 3-3-Rekord. Das Deck hatte ein bisschen mehr in sich, fand ich, aber so ist es halt. Öffnen wir noch kurz unsere Packs am Ende. Hier wir. Mit Thanos Obnixilis. Dann Galakwitter, solide Karte. Das sweetes Design auch. Und Fiends Tower, Triome, Sure, Tricycle Land. In Ordnung. Das war dann das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach dann ganz YouTube-Zeug. Folge Jinder auf Instagram. Ich glaube, das habe ich dir jetzt ein paar Mal nicht gesagt. Na? Da sind Bilder von Jinder auf Iron Maiden Konzert, wenn das fancy für euch ist. War es definitiv. Aber dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis dann.